Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir spielen hier Civilization 2. Ja, und wir hatten ja in der letzten Folge, wo wir den Präsidenten gerettet haben und ihn auch gut verteidigt haben und geholfen haben, sollen wir jetzt hier mit Joshua Summers, dem Friseur, sollen wir rekrutieren? Mit Scott und mit Derek sollen wir sprechen. Hier in der Campus-Siedlung. Na, dann machen wir das mal. Schauen wir mal, was da uns so Neues erwartet. Wir müssen ja hier irgendwo hier vorne sein. Jo. Hier. Oh. Die Ernte sieht wirklich gut aus. Endlich sind wir in der Lage, unser eigenes Essen anzubauen. Ja, gut. Na gut, reden wir mal mit ihm. Oder ansehen? Ach, ansehen. Hey, also ich kenne einen Imker namens Jeff. Ein ziemlich schräger Vogel. Die Welt geht vor die Hunde und er scheint das kaum zu registrieren. Ist mir auch egal. Ich sollte ihn jedenfalls heute Morgen treffen, um Honig einzutauschen. Aber er kam nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da was nicht stimmt. Er lebt auf dem Platz in der Nähe der Bank of Japan. Falls Sie zufällig da vorbeikommen, könnten Sie dann bitte nach ihm Ausschau halten? Ja, das können wir natürlich tun. So, jetzt sollen wir noch mit Mark, mit Derek sprechen. Da lang, okay. Hallo, hallo. Hallo, ich bin Joshua Summers, Arzt. Wie es scheint, werden meine Dienste im Weißen Haus gebraucht. Ich bin sicher, wir sehen uns da. Friseur freigeschaltet. Ah. Okay, den mussten wir rekrutieren. Alles klar. Und jetzt noch mit Derek sprechen. Gibt es hier noch was anderes? Mal gucken, wo. Guten Oh. Tag. Oh, Tag, Tag. Habt's euch schön gemütlich gemacht. Ach da, gut. So, dann werden wir mal Derek nochmal sprechen. Letzte Woche haben die Outcasts das Lager an der Constitution Avenue übernommen und senden über die Masten dort Propaganda. Außerdem gibt es dort jede Menge Werkzeuge. Aha. Ui. Aber das nützt uns nichts. Die Outcasts sind zu stark. Und Henry schickt keine Gruppen zum Plündern los, wenn er weiß, dass sie Probleme bekommen. Aber wenn sie angreifen wollen, versuche ich Henry zu überzeugen, Verstärkung zu schicken. Schön, schön. Schön, schön. So, hier hatten wir jetzt auch neue Projekte. Waha, abgeschlossen. Das hatte ich schon im Offline-Modus gemacht. Das eine Projekt abgeschlossen, weil da hatten wir ja genug gesammelt gehabt. Und ja, die konnten wir jetzt uns hier abholen. Das hatte ich noch im Weißen Haus gemacht. So, jetzt haben wir noch eine Geiselrettung oder bei einer Geiselrettung helfen und Nachschub zu Verbündeten Kontrollpunkt bringen. Aha, dann gibt es auch noch eine Blaupause. Jedes Mal gibt es eine Blaupause. Gut zu wissen. So, dann schauen wir mal kurz mal hier. Muss da irgendwo der Fortschritt sein? Sind Sie auch mal wieder da, Hier. Kopfgeldeinsätze. Nächster Ausbau schaltet frei. Oho, okay. So, dann schauen wir mal auf der Karte. Das war hier die empfohlene Stufe. Kann ich auch nochmal zeigen. Hier sagte er empfohlene Aktivitäten. DCD Hauptquartier. Sprich, das, was ich gerade jetzt schon markiert habe. Da Alles unten. bereit? Sollten wir vielleicht mal Ja, machen. Er sagt, wir sollen hier durch dieses Gebiet gehen. Aha. Können wir ja mal machen. Ansonsten hätten wir noch hier beim Weißen Haus noch einen Kontrollpunkt. Aber wir machen erstmal den Haupteinsatz. Nö. Wo schicken Sie dich hin? Campus. Hoffentlich steckst du jeden einzelnen von diesen Arschlöchern an. Ja. Henry macht sich Sorgen wegen Outcast-Aktivitäten beim verlassenen Disease Control Department.
Ich verbinde. Sind Sie da, Henry? Ja. Wir haben das alte DCD im Auge behalten. Mit grünem Gift Infizierte haben sich von dort aus auf den Weg in Richtung Campus gemacht. Sie sind wohl auch zu anderen Zentren der Zivilisten unterwegs. Wir müssen den Laden zumachen. Ja, dann wollen wir da... Huh? Ja, dann, geht's dir gut? Ich hoffe nur, ich komme durchs Tor, bevor die erste... Ja, und dann wollen wir da mal hin. Ja, hier. Der Baum. Der war vorher noch nicht da. Haben sie einen neuen Baum hingesetzt. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Durch das neue Gebiet, was wir da noch nicht erforscht haben. Mal sehen, was es bringt. Ist das jetzt markiert? Ne, hatte ich aufgehoben. Ah. Alles bereit? Ja. Henry macht sich Sorgen wegen Outcast-Aktivitäten beim verlassenen Disease Control. Okay. Ich verbinde. Na denn. Ja. Wir haben das alte DCD im Auge behalten. Mit grünem Gift Infizierte haben sich von dort aus auf den Weg in Richtung Campus gemacht. Sie sind wohl auch zu anderen Zentren der Zivilisten unterwegs. Wir müssen den Laden zumachen. Oh, da ist noch ein Dicker. Was ist denn mit ihm los? Freunde! Ah, da ist auch noch einer. Ja, wo ist seine Schwachstelle? Ah, komm, machen wir noch fertig. Ich auch nicht. So, hätten wir erledigt. Können wir noch was einsammeln? Zivilisten in Gefahr. Ja, können wir leider jetzt nichts tun. Müssen wir mal gucken, was wir eingenommen haben hier. Eine Knarre. Was sagt denn unser... Na, das hat 4,2 und hat 3,6. Aber hat hier irgendwie... Alles leer oder was? Außer ein Zielobjekt, Zieloptik. Nee, hat ja weniger als unser jetzt hier, unser Scharfschützengewehr. Also, empfehlen wir mal die Mods. Jo. Und dann zerlegen. Jo. So. Guti, weiter geht's. So, dann auf zum Haupteinsatz. Ui, was ist das hier? Die ganzen Wildtiere. Die Maus. Die ganzen Wildtiere kommen wieder zurück in der Stadt. Oh, da vorne sind wieder welche. Okay. Okay, können wir einfach erstmal so einfach nicht hin. Macht nix. Wir haben ja hier unseren... Den guten. Vielleicht funktioniert es ja. Oder erstmal eine. Oder ne?
Ich finde das immer so geil, wenn es denn funktioniert. Zack. Siehst du? Haben noch eine Handgranate wieder gekriegt. Okay. Hat ich jetzt irgendwas vergessen zum Aufsammeln? Nö, ne? Nö. Okay, weiter geht's. Ja, ohne dass ein Schuss gefallen ist. 3 auf einen Streich. Fast so gut wie der tapfere Schneiderlein. Zivilisten in Not. Oh. Okay, da hätten wir auch noch eine, ne? Ah, komm. Beide. Da ist noch einer, siehst du? Okay, dann machen wir das andere mal wieder. Ich fände das immer so lustig. So, Munition. Jetzt zum Weißen Haus. Oh, Kopfgeld. Sieht aus wie so eine Hinrichtung, oder was? Öffentliche Hinrichtung. Oh. Schade. Da oben waren ja auch noch welche, habe ich gar nicht gesehen. Stimmt doch einfach. Das kann ja interessant werden. Komm. Okay, da ist auch noch eine. Oh, 17. Hart gepanzert. Würde wir gerne, können wir kurz warten. Geht es gleich los? Nö, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Nee, jetzt vorbei die Hinrichtung. Okay. Dann brauchen wir gar nicht kämpfen. Dann machen wir uns mal einfach weiter auf den Weg. Tschup. Ja, sieht man nach, keiner da. Haben wir zu spät gemacht. Zu spät reagiert, sag ich mal. Laufen wir jetzt durchs andere Gebiet hier? Du da. Naja, wir kämpfen nicht, wir laufen nur. Weiter geht's. Ja, ich denke mal, wir laufen. Nee, doch nicht. Wir sind schon in dem Bereich. Okay. So, denn das DCD Hauptquartier einnehmen. Ei. Okay. Oh shit. Ah, der wollte von hinten einschleichen, der Sack. Nicht mit uns. Nicht mit uns, meine Freunde. Da
haben wir jetzt den richtigen Knarre eigentlich eingesteckt? Ich glaube, wir hatten ja letztes Mal auch die gleiche gehabt, ne? Wo wir sagten, ja, die ist gut. Ja. Ja, ja, besser als die andere. Wo man immer jeden Schuss einzeln abgeben muss. So, dann geht's hier unten rein. Da ist das DCD Hauptquartier. Na denn. Keine Ansage hier von den Leuten, von den Jungs, ne? Ach, jetzt. Sammlerverdienst, aha. Auffüllen. Den Eingang sichern. Henry meldet aktive Fälle von grünem Gift. Sie kommen anscheinend aus dem DCD. Was auch immer da los ist, wir müssen dafür sorgen, dass es aufhört. Okay. Ein festgefahrener Krankenwagen. Alter Falter. Sieht ja sehr interessant aus. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Das hatten wir uns neu freigeschaltet. Ich will mal kurz umtauschen wegen Impulsgeber. Auf Q. Die mal testen. Schalten gleich wieder rum. Keine Bedrohung entdeckt. Naja, ich weiß ja nicht. Also schalten wir wieder zurück. Ich sehe da nur. Oh, nee, 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 nee. Ach, jetzt müssen wir warten, bis der Cooldown abgelaufen ist, ne? Oh. Okay. Warum sagt er, hat keine Bedrohung entdeckt? Ich habe hier genug rumlaufen sehen. Ich dachte, er wird mir die auch gleich markieren. Aber anscheinend nicht. Okay. Hey, der hat ein Spielzeug bei. Habt ihr das gesehen da unten? Oder wo fährt das immer lang? Ja. Zwei Mann, da oben ist auch noch einer. Da auch. Da ist das Auto, da die komische Gewegel. Noch 13 Sekunden, dann können wir das andere wieder. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Können wir das andere wieder einsetzen? Die Fähigkeit. Die Drohne. Oder oben steht eine. Was hat er? Flammenwerfer oder was soll das denn? Oder Scharfschütze. Okay, schnell wieder wechseln. Geschützturm? Nö, wir wollen die Drohne hier. Unsere Reparaturdrohne. So. Wir könnten aber auch das andere hier, die. Was hatten wir beim chemischen Werfer? Ach ja, das war dieser. Dings, Geschütz, Impuls, Suchermine. Könnten wir auch mal Sprengsatz, Cluster, Suchermine, Luft. Jetzt werden um Gegner aufzuschauen und explodiert bei Ernährung. Genau, die, ne? Könnten wir mal wieder machen. Ah, nicht, nee, nicht Q. E.
So. Dann wollen wir mal uns vorwagen. Am besten, wenn wir, wenn die da irgendwie... Ah, ich wollte das Auto denn, wenn sie beiden da zusammenstehen. Machen, aber okay, geht wohl nicht. Machen wir mal so. Einfach mal anfangen jetzt hier. Komm. Shit. Da ist ja so ein Teil. Ist ja so ein Sägeblattteil. Na, ist er. Feind heilt sich. Nein, noch mehr Muni. Einer weniger. Da ist noch eine. Bum bum. Ja, das andere mit dem Sägeblatt hat man ja mal wieder richtig krass. Großer Teil. Da kannst du doch nur weglaufen, wenn sie nicht so schnell zerstört, Chris. Okay, die ist, hat sie jetzt von alleine. Oh, 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 oh. Noch eine Drohne. Verteidigen wir es. Da hinten. Ach, da ist er jetzt. Muss mal auf das andere Teil achten. Sekunde! Okay. Nachladen. Aufsammeln. Können wir auch. Na komm. Na komm, komm, komm. Oh, noch vorbeigeschossen. Oh, schon wieder. Was denn hier los? Ja, die Drohne dauert noch ein bisschen. Okay, er kann sich ein bisschen regenerieren. Puh. Okay. War ja mal wieder knapping durch ihr komisches Fahrzeug, was sie da hatten. Oh, aber naja, egal. Wir haben es ja soweit erledigt. Wir haben erstmal
den Eingang gesichert. Dann wollen wir mal rein. Aktives Terminal erkannt. Schließen Sie Isaac ans Terminal an und besorgen Sie uns Daten. Okay. Da hoch. Ja, ich hatte auch noch mal versucht, weil wir in der letzten Folge da bei dieser Bank waren, wo da eine Kiste ist und man brauchte da eine Zugangskarte. Da hatte ich gedacht, nachdem wir das erledigt hatten, dass wir jetzt da reinkommen, aber ich kam nicht mehr ins Gebäude rein. Schon, aber nicht mehr dahin, wo ich hin wollte. Keine Gegner. Okay. Andere Seite noch mal reinschauen. Gut. Aha. Und dann denke ich mal, da kommen ja auch welche von da. Na, schon mal gucken, wo man sich am besten positioniert, ne? Ohne dass man gleich wieder hops geht. Aber na gut. Laptop benutzen. Verbindung hergestellt. ECD-Datenstrom aktiviert. Mal sehen, was wir hier haben. Auf der Nordseite ist unweit Ihrer Position ein aktives Labor. Das sollten Sie als erstes stilllegen. Okay, also hier war nichts mit. Los! Hast dich mit den Falschen angelegt! Oh oh. Na, tut's weh, Agent? Ah, ist ein Blutbaum umgefraggelt, du Knalle. Okay. Gebäude verlassen, ja. Okay, wir sind immer noch richtig. War das jetzt hier mit dem Aufladen? War hier nicht eine Kiste? Oder war die draußen? Da ist sie, komm. Da wollen wir noch mal kurz Munition auffüllen, man weiß ja nie, auch wenn hier keine Handgranaten und so aufgefüllt werden. Oder Medipacks. Es scheint so, dass das Labor sich am besten mit dem Dekontaminierungsprotokoll stilllegen lässt. Das ist doch auch nur, alles wird sterilisiert, oder nicht? Isaac findet kein Gas für die Dekontaminierung. Sie müssen die Zufuhr deaktiviert haben. Nehmen Sie die Hauptleitung im Keller, das sollte es wieder zum Laufen bringen. Okay, gehen wir nochmal rein. Also, schauen wir mal. Jep, jep, jep. Ah, ja, okay. Nicht so wie letztes Mal, wo wir da umhergeeiert sind und gefragt haben, wie muss das gehen, wie funktioniert das? Und dann musste man einfach nur drauf schießen. Okay, hier ist nichts hinter. Das ist wieder eine Kiste. Handgranaten, okay. Hatten wir aber voll. Na, nun bin ich ja mal gespannt. Öffnen Sie die Brennstoffleitung, dann sollte das Gas zur Dekontaminierung ausreichen. Oh, da sind aber welche. Seht ihr das? Können sie natürlich wieder von allen Seiten kommen. Ich habe so einen Riesenhunger. Oh, da hinten drin ist dann auch noch eine. Na? Oh.
Oh, da kam einer gerade hinter uns, habt ihr das gesehen? Einen haben wir noch, da hinten. Kam glaube ich noch welche rein, ja. Oh, aufladen, aufladen. Nachladen. Ah, läuft natürlich besser. Alter, was seid ihr denn drauf? Oh. Okay. Haben wir wieder viel Munition verballert, also streng, na auch Medipack meine ich ja hier. Explosionszeichen und Baupause halten. Aha. Okay, haben wir eine Blaupause wieder erhalten. So, Brennstoffleitung öffnen. Komm. Das Dekontaminierungsprotokoll kann vom Labor über Ihnen initiiert werden. Wenn Sie nach dem Auslösen dort bleiben, sollten Sie sicher sein. Oberster Stock, Sie können das nicht verfehlen. Es ist mitten im Labor. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das schon so Sinn. Na denn, auf geht's. Zack. Oh, da ist eine blaue Kiste. Also, hier rein. Virenproben erkannt. Ah. Na komm. Der ist tot. Vergiftet oder was? Zack. Alle weg. Alle weg. Da müssen wir rein. Erstmal hier auffüllen oder plündern. Agent braucht Verstärkung. Das könnte man wohl saugen. So geht das. Hätten wir uns ja einiges gespart. Bereich sichern. Aha.
Gleich mal wird dir heiß. Sie sollten auf der anderen Seite der Baustelle des Westflügels Zugang zur Leichenhalle haben. Wurden die Leichen nicht richtig entsorgt, könnte es wieder zu einem Ausbruch kommen. Okay, ging ja bisher ganz gut. Okay, muss auch dazu sagen, das ist alles hier Stufe 17, wir sind Stufe 19. Aber warum auch nicht, ne? Warum sich immer schwerer machen? Da kommen noch schwere Zeiten auf und zu, denke ich mal. So. Jetzt gehen wir hier lang. Ah, die Pfeile sagen ja, wo wir lang müssen. Hier rein. Bereich sichern, okay. Mal gucken, was hier unten so drin ist. Okay. Ja, dann kann man sich aussuchen, wo man hochgeht. Da, da oder da. Aber ich glaube, macht das jetzt einen Unterschied, ob wir hier hochklettern? Oder da? Wir gucken erstmal hier hinter. Nix. Verteilt euch und sucht sie. Sie können überall sein. Aha, aha, aha. Verdammt. Draußen rumstehen. Ich fühle mich wie ein Raucher. Okay. Da können welche hochkommen. Von der anderen Seite bestimmt auch. Na komm, wir werfen mal. Mehr können wir nicht tun. Rumstehen und warten. Gleich habt ihr was zu tun. Gleich habt ihr was zu tun. Oder auch nicht. Da oben, der ist auch noch nicht kaputt gegangen. Warum? Halt eine Scharfschütze. Er ist verwundet. Du auch. Dass die Outcasts das Blut eines asymptomatischen Trägers benutzen. Von jemandem, der infiziert ist, aber keine Symptome zeigt. Das hieße, sie verwenden das grüne Gift als Waffe. Vernichten sie alles, was kontaminiert sein könnte. Okay, machen wir doch. Machen wir doch. Können wir hier runter, ohne so Schaden zu nehmen? Na gut, das ist ja keiner da, ne? Komm, und... Ja. Handgranate und was gab's noch? Keramik, wunderbar. Haben wir aufgeladen? Ne. So, jetzt sollen wir da rein oder Knopf drücken. Wie sie alle dranhängen, Junge. Geil. Geil, geil. Knopf drücken. Okay, gut, dass wir in die Fahrschule gefahren sind. Komm, wir gucken mal dahinter, was dahinter ist. Okay, ich dachte, wäre hier was zum Plündern, aber nein. So. Dann wollen wir runter.
Ja, die Schallspuren. Ja, dann wollen wir mal gucken. Munition auffüllen. Zack, zack, zack. Die Leichhalle, die Forschungsabteilung erreichen in 37 Metern. Ah, okay, machen wir. Sind auf dem Weg. Hier ist er. Ach du Heilige, guck mal, die ganzen Fliegen, die ganzen Leichensäcke. Voller Leichen. Voller Leichen. Okay, da müssen wir rein. Tür öffnen. Alle Feindkräfte neutralisieren. Oh. Ach du Heilige. Das kann ja was werden. Ist das rot? Nee. Doch. Damit könnte man ihn vielleicht... Interessant. Interessant, 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 dass er auch mal auf ihn losgelaufen ist. Weg hier, weg hier, weg hier! Der hat einen dicken Bums, der hat einen dicken Aua, macht er. Oh, oh. Autsch! Der mit seinem Vorschlaghammer. Eieiei. Warum kam er denn auf einmal auf ihn zugelaufen? Das war natürlich doof. Das war natürlich sehr doof. Okay, muss mal gucken. Hey! Lauf doch mal! Alter Falter, warum läuft der nicht? Der rennt auch, der Sack. Ah. Oh. Ho, 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 ho. Wird interessant werden. Oh, das machen wir selber, okay. Chemievergiftung, okay. Oder sowas in der Art. Okay, Feuer.
Oh, oh. Oh, alter Falter. Schnell halt. Ohne dass er kommt. Autsch. Der hat aber einen ganz schönen Nackenschlag drauf. Der Freund. Noch mit dem Kreis, okay. Der kann wohl, glaube ich, auch nicht ewig laufen. Irgendwann muss er sich, glaube ich, auch ausruhen. Ja, laufen. Oh. Okay, 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 okay. Wir laufen schon wieder. Ja? Richtig? Richtig, gut. Trägerin ist, sind sie auf ewig mit dem Virus versorgt. Agent, auf dem Rückweg kommen Sie an der Forschungsbibliothek des DCD vorbei. Ach so, eine Bitte, wenn Sie schon mal drin sind. Besorgen Sie alles zum Thema Breitspektrum-Virostatika. Alter Falter, was sind wir hier gelaufen? Also muss man eben stehen bleiben und so ist nicht. Muss mir wieder alle Tricks anwenden, die mir so gerade eingefallen sind. So, die Forschungsbibliothek erreichen, okay, aber wir plündern erstmal, wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann sollte ich das auch lohnen, bin hier nicht umsonst meine Runden gelaufen. Sport getrieben, ja, ja. Er hat ja mit seinem Vorschlaghammer, der war ja eklig. Also ehrlich mal. Handgranaten. Gut, dass mir da noch die Handgranate eingefallen ist. So, na denn, wollen wir uns mal zu der Forschungsbibliothek begeben. So. Ah, nö, gut. Na denn, weiter geht's. Bräuchte mal ein neues Magazin oder ein Mod, wo ich denn 60 Schuss habe oder so. Magazinerweiterung. Mit 30 kommt man nicht weit. Oder mal eine anständige Knarre, so ein anständiges Maschinengewehrchen. Komm, hoch und oh. DC Bibliothek. Aha. Gut, nichts zum Einsammeln. Aha, schön. Okay. Schön, schön. So, weiter geht's, weiter geht's. So, jetzt müssen wir bestimmt wieder freikämpfen. Nichts zum Plündern hier. Ein bisschen spärlich. Hier so einen alten Segelschinken. Oh, oh, guck mal, wie viele da stehen. Oh. Das wird interessant werden. Na denn. Erstmal kurz. Mit Zeitzünde. Mit Zeitzünde, aha. Oh.
kam denn das Feuer her? Wo kam ihm das Feuer her? Ist hier ein Flammenwerfer oder was? Hä? Oder schießt hier irgendjemand mit Brandmunition? Bin jetzt gerade überfragt, warum ich hier mal anfange zu brennen. DCD ist dort vorne. Schauen Sie sich nach Daten für Kelso um. Ja, das frage ich mich jetzt, warum ich jetzt immer anfange, gebrannt zu haben. Aber gut, kann gut sein, dass vielleicht Brandmunition war. Sammeln wir ja auch ab und zu mal ein zwischendurch. Gleich mal gucken, ob hier noch was gibt. Glaubt man nicht. Hier mal umschauen. Nö. Na, geht doch bestimmt gleich weiter, wenn wir den Laptop angemacht haben. Na komm, Laptop benutzen. Datentransfer initialisiert. Aha. Langsam komme ich in Fahrt. Ja, ich auch. Oh, 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 der darf nicht zu uns kommen. Einsammeln schnell, bevor wir weitermachen. Okay. Sie können jetzt da raus. Das Labor und die Proben sind vernichtet und es gibt nicht mehr viel, was die Outcasts von dort aus anrichten könnten. Danke, dass Sie mir die Daten gebracht haben. Gegner im Anmarsch. Verschwinden Sie durch den Hof, um nicht in die Zange genommen zu werden. Keine Neustartzone. Na, ihr wisst ja, was das bedeutet. Öfter sterben vielleicht. So wie ihr mich kennt. Zumindest ist einmal, oder? Ja, auch manchmal zweimal, ne? Bei den letzten Malen haben wir uns ja richtig, ja, nicht so berauschend angestellt. Okay. Dann machen wir Tür auf. Komm. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Kann ja wieder sehr interessant werden. Die Anführer der Outcasts besiegen. Alles klar. Dann kommen bestimmt wieder kleine Wegelchen hergefahren, die uns dann erledigen wollen. Da würde ich gern hin. Denke mal, dass wir hier so
gut aufgestellt sind. Ah, da ist noch jemand. Interessant, interessant. Da, da ist er. Da, da, da. Hat er nur markiert? Ja. So. Der mal auf geht's. Wollen wir mal. Aha. Tretmin oder was sind das hier? Was er da noch markiert hatte. Okay. Muss man aber auf die Wegelchen achten, die näher kommen. Denke ich mal, dass hier noch Autos kommen. Da sind sie doch schon. Komme nicht hoch, das ist gut. Oh. Doch nicht kaputt. Ah! Alter! Da oben! Oh, Alter, das sind ja gleich so viele! Dann gleich zwei auf einmal gucken, dann bist du ganz schön am Arsch. Warte mal. Aber hier kommst du noch nicht hoch, ne? Ne. Okay. Oh, klar. Oh. Feuerwerfer. Oh. Oh, na, das kann ja jetzt wieder heiter werden. Heiter, heiter. So, das wäre das erste Mal gestorben. Na, diese anderen komischen... Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Die komischen Wegelchen sind ja richtig gefährlich. Da ist es da auf dem LKW irgendwie sicher, ne? Da kommen sie nicht hochgefahren. Hier kommen sie hochgefahren. Ja. Man muss dahin, wo sie nicht hin können. Okay. Wir versuchen mal ungesehen auf dem Wegelchen zu kommen. Hoffen wir mal, dass das auf dem Auto gut ist. Man ist halt auch nur gefangen da oben, ne? Okay. Im Wasser gefallen. Kommen die nicht raus da?
Ach ja. Okay. Kommen gleich die nächsten. Ach, von da. Ach, da hinten wirft eine. Ja, unfair, genau. Wo kam der denn auch immer her? Wer hat mich da denn? Wir waren doch aufgeheilt, oder nicht? Bin ich gerade mal ein bisschen erstaunt. Aber wir waren da schon auf der richtigen Richtung. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Okay. Da fahren ein paar Autos umher. Okay, okay, okay. Ja, dann nochmal das Ganze. Irgendwann taucht da mal wieder so ein Feuerwerfer auf, den müssen wir auch im Blick haben. Wenn ich ihn finde, der da was wirft. Komm, nachladen. Kommen jetzt diesmal keine, oder was? Doch, da jetzt. Zack. Weg damit. Du auch. Da ist noch eine. Ah, er war doch mit seinen Brandpfeilen, genau.
Oh! Alter, heilen, 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 heilen. Oh, jetzt kommt hier wieder Feuer. Scheiße. Brenn ja immer noch. Schnell, schnell, schnell. Ach Mann, ey. Ah, warum läuft er denn nicht? Ist doch... Warum läuft er denn nicht? Ist doch sowas von. Hatten uns so gut geschlagen. Auch gegen die... Auch gegen die Feuerteufel. Oh Mann, oh Mann. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Jo. Bleibt alles liegen, toll. Dann sollen die auch nicht mehr wiederkommen, wenn die da liegen bleiben, ne? Das wäre ja gut. Komm, gehen wir nochmal hoch hier. Wir müssen von LKW zu LKW am besten. Und das MP irgendwo. Die MP irgendwo hinstellen, genau. Wir werden mal jetzt kurz umtauschen. Die Drohne. Gegen das Geschütz. Dü-dü-dü-dü. Auf Q. Dann können wir Ditte. Und das Geschütz nachher. Wo kommen die auch mal alle wieder her? Treffen muss ich auch mal. Okay, der lenkt ein bisschen ab. Gehen wir doch schon wieder tot oder was? Nein, komm, 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 komm. Komm, wir laufen mal. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Auch auf Plan.
Oh, komm. Laufen. Das Ding, das ist ätzend. Das ist ätzend. Kommen wir mal rein hier? Auffüllen. Machen mich schwach, die Jungs. Da ist wohl die Dicke. Na komm. Da ist doch die Blät, ne, oder was? Kelso wird ziemlich begeistert sein, auch wenn es die Zeit kosten wird, sie zu verarbeiten. Das Labor ist zerstört und die Outcasts können die Siedlung hoffentlich nicht mehr mit ihren Leuten infizieren. Noch ein Ausbruch ist das Letzte, was wir brauchen. Danke, Agent. Ich weiß es sehr zu schätzen. So, wie oft sind wir jetzt hochgegangen? Zweimal? Dreimal? Ich glaube dreimal, ne? Ganz schön harter Tobak-Quadrat. Meine Herren. Aber haben uns gut geschlagen, muss ich sagen. Ja, ja. Und dennoch die mit ihren kleinen Fahrzeugen hier. Oh, hier oben. Agent braucht Verstärkung. Ob da auch noch was ist? Aber wobei, Spezialmunition haben wir eigentlich gar nicht. Große Verwendung, denke ich mal, ne? Kann natürlich auch täuschen. Oh, hier, guck, guck, guck. Brandmunition, aha. Okay. Ja, denn raus hier, ne? Den Haupteinsatz hätten wir erledigt. So. Dann können wir zurück, ne? Zack. Können wir da wieder hin? Da gibt es was Neues. Ja, und hier haben wir ja die Fertigkeitsfreischaltung. Neuer Dienst verfügbar, Friseur. Na gut, switchen wir erstmal hier hin, dann zum Weißen Haus hin. Und dann soll das erstmal für heute gewesen sein. War ja wieder mal eine lange Folge. Okay, liegt auch daran, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe. Um die anderen Leute alle so, ja, zu killen, wie auch immer. Ach ja, ist nicht mehr so einfach, ne? So, ach hier schon, okay. Hi, ich bin Otis. Ich soll Ihnen helfen, Leute zu finden, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Typen aufzuspüren, die nicht gefunden werden wollen, ist eine Spezialität von mir. Das macht Spaß, glauben Sie mir. Hey! Habt ihr die Synchronstimme erkannt? Das ist von Robert Redford. Finde ich ja nice. Robert Redfords Synchronstimme spielt hiermit. Das ist, finde ich gut. Finde ich sowas von schön. Zielprojekt, sichere der Sicherung der Südseite, so.
Keramik, Holster, Aktivität im West Polomec Park Appeal, okay. Der ist auch neu. Der ist auch neu. Nachschub zu einem verbündeten Kontrollpunkt im Konstitution Hallbring. Knieschoner spenden. Elite aus Outkurs, Outcast. Neutralisieren. Nachschub, okay. Da können wir, das müssen wir erstmal so, das ist ein Befreien, das andere lassen wir. Gut. Dann haben wir gesagt, ab zum Weißen Haus, da gab es auch noch was. Zip. Schnell rüber geflogen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, denn lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es gerne tun, könnt mich auch gerne weiterempfehlen und mir damit helfen. Und ja, schauen wir mal, wo jetzt der Friseur ist. Hey, hier drüben. Hier? Ah! Guck mal an. Nicht mehr zufrieden mit dem Haarschnitt, ein neues Tattoo gefällig. Sie können ihr aussehen. Wenn Sie den Friseur aufsuchen, können Sie folgendes ändern. Haarschnitt, Haarfarbe, Gesichtshaare, falls vorhanden, Tattoos, Gesichtsbemalung und Farben. Aha. Sie können ihre Aussehen so oft ändern, wie Sie möchten, aber es kostet Sie jedes Mal ein paar E-Credits. Ja, wer es braucht, ne? Okay, müssen wir einmal machen, damit es weg ist. Wir haben nicht so viel, guck mal. Wir bleiben so. Warum sollen wir das ändern, ne? So, da oben ist noch was. Müssen wir da jetzt nochmal hoch? Neue Fähigkeiten. Neuen Dienst verfügbar. Kopfgeld einsetzen. Ist das hier? Gleich hier, Agent. Da ist er wieder. Hi, schön Sie zu sehen. Sind Sie bereit für die Schurkenjagd? Setze Tab auf die Karte und achten Sie auf die Zone, in der Sie aktiv sind. Aha. Aktivieren Sie einen Kopfgeld ein. Bevor es entkommt, okay. Also das, was man eigentlich schon kennt, ne? Müssen wir jetzt nochmal F drücken, oder? Alle Kopfgeld-Einsätze angenommen. Okay. Am 13. In 13 Stunden. Ach, das sind hier die Kopfgeld-Einsätze. Alles klar. West End. Kann man noch rauszoomen, ne? Ja, genau. Also drei Dinge haben wir. Da weiß man ungefähr jetzt so, ja, das ist hier so unsere Liga. Hier auch, aber das ist, glaube ich, schon wieder zu groß. Okay. So, jetzt hätten wir noch eine Fertigkeit freizuschalten. Und der geht ja dann weiter. Also der hält mir, glaube ich, schon alle, ne? Ich habe hier die beste Ausrüstung in der Stadt. Sehen Sie selbst. Jo. So, eine, genau, eine haben wir noch. Das war's dann auch mit den Fertigkeitspunkten. Danach geht das nur noch mit den SAD-Technologie zum Ausbauen. Okay, anders geht's ja nicht. Jetzt können wir nur noch aussuchen. Ach, hallo. Der Bollwerkschild schützt nahezu den gesamten Körper, aber da er sehr massig ist, können nur Handfeuerwaffen benutzt werden. Das wäre doch okay. Der Deflektorschild lässt ankommende Kugeln in Richtung hervorgehobener Ziele an Sichtlinie Agents abprallen, auch wenn er nicht den ganzen Körper hier bedeckt drüben. Ist. Hören Sie? Dennoch ist nur möglich eine Handfeuerwaffe. Der Kreuzfahrerschild ist ein leichteres Schild, bei dessen Verwendung alle Primärwaffen eingesetzt werden können, der aber die Beine des Agents ungeschützt lässt. Ja. Was ist nun besser? Fragezeichen. Nehmen wir mal den, wa? Komm, schalten wir frei. Können wir wieder alle Primärwaffen nutzen. Schildvariante freigeschaltet. Okay. So, Mitglieder, jetzt haben wir den, glaube ich, beide neu. Die anderen hatten wir ja schon. Alles klar. Ja, nun geh mir doch nicht auf den Sack hier. Der ist auch ganz schön gierig mit dem Kaufen, ne? Ja. Wie gesagt, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wie läuft
Fertigkeiten 8 von 8. Ausbau des Hauses, alles klar. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir... Wir schauen mal kurz rein. Ich sag dir, der Typ hat tonnenweise Honig. Er macht Tauschgeschäfte. Ist Nebeneinsatz, okay. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns mal den Nebeneinsatz hier widmen. So werden wir ja hier alles fertig gehabt. Hier ist noch ein Nebeneinsatz, aber der ist ja eine Todeszone. Die sind viel zu groß für uns. Ach ne, so. Aber gute Nacht. Ja, dann werden wir uns den und den Nebeneinsatz uns mal widmen. Ich weiß gar nicht, welche Stufe das hier ist. Das glaube ich jetzt beides gleich. Ja, in Offline-Modus werde ich dann mal das Safehouse freimachen. Ja. Und vielleicht hier den Kontrollpunkt einnehmen. Also mal sehen. Nö, ja. Das machen wir ja in der nächsten Folge, diese beiden Nebeneinsätze. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ne? Habt eine schöne Zeit und ja. Bye bye, euer Terra.